Das LSB-Netzwerk lud unter dem Motto Gut behütet zur Sommerrevue 2016 nach Kumpendorf. Ein kurzer emotionaler Rückblick mit Höhen und Tiefen. Aber letztlich sehr anstrengende, sehr schwierige, aber sehr ganz, ganz schöne 25 Jahre, wenn man zurückschaut, was man erreicht hat. Wir haben ja allein schon über 15.000 Familien betreut und mit dem Großteil ist es gut gegangen. Wenn man sich das vorstellt, was man da an Lebensschicksalen beeinflussen hat können, das ist schon was Großartiges. Wie waren denn für Sie die letzten 25 Jahre, Frau Uhl? Naja, mitgehangen, mitgefangen. Ich habe einen Sozialarbeiter geheiratet, wusste, auf was sie mir einlassen, aber so gemeinsam haben wir es irgendwie geschafft und ja, und gemeinsam wollen wir es jetzt auch genießen. Das LSB-Netzwerk ist seit 25 Jahren Partner des Landes Kärnten in der Kinder- und Jugendhilfe. Hier wird vor allem sozialtherapeutische Beratung, Betreuung und Begleitung angeboten. Und im Wechsel dieser Zeiten, dieser 25 Jahre, sind die Anforderungen natürlich auch sehr verändert worden, die Ansprüche auch verändert worden. Aber LSB-Netzwerk hat sich mit diesen geänderten Ansprüchen auch immer wieder selbst verändert. Mich verbindet eine langjährige Partnerschaft, und zwar die Partnerschaft der Kinder- und Jugendhilfe mit einem freien Anbieter. Und zwar eine sehr gute Partnerschaft, weil hier wirklich hervorragende Leistungen tagtäglich stattfinden und weil wirklich gemeinsam viel getan wird, um Familien zu betreuen, um Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung zu fördern. Ich kenne ganz viele Menschen von da. Mit dem Gerald Uhl bin ich Schule gegangen, die Katrin Bartel war bei mir Geschäftsführerin und ich spüre die Menschen gern. Man sieht, dass sie herzlich sind, dass sich alle mögen und das ist eine tolle Stimmung. Das LSB-Netzwerk ist die Dachorganisation vom B3-Netzwerk Kärnten und Steiermark, Kontraste Kinder- und Jugendwohngemeinschaften und Auxilior-Netzwerk. Auf der Bühne kam es auch zur Staffelübergabe an die neue Geschäftsführung. Ich freue mich sehr, vor allem auch über das Vertrauen, das mir von den Gesellschaftern gegenübergebracht wird. Und ich bin mittlerweile seit 6 Jahren im Unternehmen, kenne sozusagen das Unternehmen in- und auswendig. Und gerade in der heutigen Zeit ist natürlich auch der sorgsame Umgang mit finanziellen Ressourcen ganz was Wichtiges. Und das versuche ich halt auch in meiner täglichen Arbeit zu machen. Ja, sehr viel Freude für die Zukunft. Ein großes, großes Danke an die Vergangenheit. Es ist ganz vieles da, auf dem man sehr gut aufbauen kann. Wir sind jetzt dabei, auch ganz vieles neu zu entwickeln. Die Basis stimmt. Jetzt brauchen wir ein bisschen Rückenwind und viel Vertrauen und dann wird's gehen. Ein Abend voller Geschichte, Dankbarkeit und Freude.